Hi, der Yannick hier von der eDrum-Welt. Schön, dass du eingeschaltet hast, denn heute erkläre ich dir mal, welche Kopfhörer du für eDrums verwenden solltest. Bevor wir starten, aber noch ein kleiner Exkurs zu den Kopfhörerarten. Es gibt Over-Ear-Kopfhörer, das sind ohrumschließende Kopfhörer und die gibt es als kabelgebundene Kopfhörer oder als Bluetooth-Kopfhörer. Dann gibt es On-Ear-Kopfhörer, das sind ohraufliegende Kopfhörer, die gibt es auch als kabelgebundene oder als Bluetooth-Kopfhörer. Und zu guter Letzt gibt es noch In-Ear-Kopfhörer, die werden in das Innere des Ohres gesteckt und die gibt es natürlich auch als kabelgebundene oder als Bluetooth-Kopfhörer. Was ist wichtig bei eDrum-Kopfhörern? Wir wollen unser Ohr schonen, eine geringe Latenz haben, einen hohen Frequenzbereich und wir wollen die Außengeräusche eliminieren. Starten wir mal mit den Kopfhörern, die du nicht verwenden solltest. Bitte verwende keine In-Ear-Kopfhörer, weder kabelgebundene noch Bluetooth-Kopfhörer. Denn In-Ear-Kopfhörer werden ja wie gesagt in das Innere des Ohres gesteckt und du kriegst dann die volle Dröhnung auf deine Trommelfelle. Außerdem eliminieren In-Ear-Kopfhörer die Außengeräusche nicht so gut. Das führt dann dazu, dass die Lautstärke deines E-Drums höher stellst und hast du wiederum die volle Dröhnung auf deinen Ohren. Das ist ein Teufelskreis. Außerdem solltest du keine Bluetooth-Kopfhörer verwenden. Ich weiß, sie hat sich in den letzten Jahren viel getan, aber meistens ist die Latenz, also die Verzögerung bei Bluetooth-Kopfhörern wesentlich größer als bei kabelgebundenen Kopfhörern. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob das In-Ear-Kopfhörer, On-Ear-Kopfhörer oder Over-Ear-Kopfhörer sind. Also, welche Kopfhörer solltest du denn für dein eDrum verwenden? Ich will das Video gar nicht zu kompliziert machen und zu sehr in die Tiefe eingehen, denn ich bin ja auch kein Kopfhörerexperte, ich kenne mich eher mit eDrums aus. Das ist auch wieder sein Witzboy. Am besten geeignet für eDrums sind Over-Ear-Kopfhörer mit einem Kabel. Dadurch deckst du nämlich direkt zwei wichtige Bereiche ab. Die Kopfhörer sind ohrumschließend und dadurch werden die Außengeräusche eliminiert und die Kopfhörer sind kabelgebunden, also ist die Latenz möglichst gering. Der Frequenzbereich der Kopfhörer sollte irgendwo zwischen 5 und 30.000 Hertz liegen, denn damit deckst du wirklich 99% der Frequenzbereiche der gängigen eDrum-Module ab. Zum Schluss noch eine wichtige Frage, wie teuer sollten eDrum-Kopfhörer eigentlich sein? Der Preis bzw. die Qualität der Kopfhörer sollte auf jeden Fall in Relation zu deinem Soundmodul stehen. Denn hier mal ein Beispiel, stell dir vor, du bist Profi-Torwart, dann nimmst du ja auch keine ausgelutschten Torwart-Handschuhe für 5 Euro. Ich hoffe, das wird klar, was ich damit meine. Bezogen auf eDrums heißt das für dich, wenn du ein Anfänger- oder Mittelklasse-eDrum hast, dann schaue nach Kopfhörern im Bereich von 50 bis 100 Euro. Wenn du ein hochwertiges eDrum hast, dann sollst du nach Kopfhörern im Bereich von mindestens 100 Euro, eher 150 Euro schauen. Wie du vielleicht eben im Video gesehen hast, verwende ich die Sennheiser HD 280 Pro Kopfhörer. Das ist auch meine Empfehlung für dich, das sind wirklich solide Studio-Kopfhörer für ungefähr 100 Euro und die spiele ich mit dem Roland TD12 Soundmodul. Ich benutze die jetzt seit ungefähr einem Jahr und bin wirklich zufrieden, die haben einen sehr vollen und bassigen Sound. Von den Außengeräuschen hört man so gut wie gar nichts, also wirklich klare Empfehlung. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann ab damit in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Alle Links findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.